Hallo Leute, hier ist wieder Mephisto 2051 und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play Classics Folge 58. Nein, Quatsch, Folge 48 mit Might and Magic 3. 48, nicht 58, was für Quatsch. So. Es ist viel passiert zwischen den ganzen Folgen, also ich wollte euch das jetzt nicht alles zeigen. Ich habe alle Artefakte des Guten, des Bösen und alle neutralen Artefakte abgegeben. Ich habe Malefaktor die zwei Königskugeln der Macht gegeben, die wir in der letzten Folge gefunden haben, in dem Grab des Terrors, zu dem wir gleich zurückkehren werden. Von irgendwelchen Mächten gesegnet, interessant. Ich habe festgestellt, dass wir inzwischen vier böse Charaktere haben, einen guten und einen neutralen, obwohl wir jeweils mit zwei gestartet sind. Und wie gesagt, so viele Artefakte haben wir entdeckt und abgegeben inzwischen. Und ich habe natürlich alle nochmal trainiert. Wie ihr seht, habe jetzt gigantische Level. Ich bin natürlich so blind hier. Stufe 74, 73, 70, 76, 71. Also von 70 bis 74, nee, 76 reichen alle Stufen. Das heißt, wir sind langsam richtig powervoll hier. Und dann gehen wir doch jetzt mal direkt zu dem Vampirkönig, bevor ich jetzt hier weiter Quatsch labere. Ihr wollt ja schließlich sehen, wie wir den sinnvoll töten und was er droppt. Ja, wo haben wir das Signal? Ich bin mal wieder blind, wie immer. Ich glaube, da war's. So, dann mache ich erstmal Licht. Portalspruch ist ausgewählt, weil ich ein paar Mal hin und her gesprungen bin zwischen den ganzen Städten zum Trainieren, zum Abgeben der Artefakte in die Burgen. Die gute Burg in der Nähe von, wie heißt es, Wachbucht? Nein, Wachbucht ist die zweite Stadt. Ach, das gibt's doch nicht. Jetzt vergesse ich es gerade, wie es heißt. Fountainhead. Die böse Burg ist oben auf der Eisinsel und die neutrale unten bei Sumpfstadt. Nein, nicht Sumpfstadt. Ach, herrje, heute habe ich es aber mit den Namen. bei Wildabar natürlich. So, den ganzen Spaß hier hatten wir schon hinter uns. Das heißt, wir gehen jetzt einmal ganz zügig und rasch hier durch. Ja, 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 ich werde überall verflucht. Das hier hatten wir auch, glaube ich, alles. Jawohl. So, hier auch. Ja, sehr schön. Dann müssen wir noch zu dem bösen Vampirkönig. So. Ich glaube, hier sollte ich mich besser teleportieren oder springen oder wir verlieren wieder Edelsteine. Ha? Schmerzen tut das auch. Schweinerei. 20 Edelsteine plus 20, 22 Lebenspunkte. Ungünstig, aber das geht ja alles noch. Jawohl. Oh, hier haben wir die obere Reihe noch nicht erkundet. Sieht sehr lustig aus. Die Throne dürfen wir alle nicht betreten. Und dann speichern wir aber im Sarg ab, der je nachdem mal zu sehen ist oder nicht. So, Varuna macht den Sarg auf. Oh Gott, ich finde jede Menge Sachen und wir sind alle wieder verflucht. Schau doch mal, schädliche Kiste, schädliches Breitschwert, Masseverzerrungsmesser, dynamische Stiefel, Schnelligkeitskurzschwert. Nur Quatsch. Nur Quatsch. Hauen wir den einmal schnell zu Klump und überlesen, was sonst gibt und versuchen das Ganze noch einmal. Der Vampirkönig hat doch hoffentlich bessere Sachen gehortet als das, was er uns gegeben hat. So, warum macht die Truhe wieder auf? Und wir sind wieder alle verflucht. So, wir klicken das mal alles weg. Und Obsidian Langschwert. Ich hätte ja gerne einen Knüppel oder sowas. Tanzschwert Nunchakas. Sengende Säbel. Sengende Stiefel, Piratensäbel, Photonenhandschuhe. Obsidian Ringpanzer, Ringpanzer braucht, glaube ich. Ich könnte. Nee. Warum braucht die, glaube ich, und hat einen. Ja. Nee. Der könnte ihn anziehen, hat aber einen exakt Ringpanzer oder ein Obsidian-Schild. Also es sind coole Sachen drin, aber wir versuchen das Ganze noch ein letztes Mal und wenn dann nur Mist getroppt ist, dann ist es auch egal. So. Aller guten Dinge sind drei. Und dann müssen wir uns wieder entfluchen lassen. So. Jawohl.
Diesmal haben wir zuerst den Vampirkönig und schauen uns dann an, was er gegeben hat. Leprechauns, Kettenpanzer, Genius, Langbogen, Tanzschwert, Schnelligkeitskatana, Obsidian, Handschuhe, naja. Einäscherungsgroßaxt, Heiligtumsgroßaxt. Naja, bevor wir jetzt hier ewig rumlaufen, hat das auch keinen Sinn. Auf die Throne können wir nicht, dann sterben wir. Ich habe mal wieder nicht aufgepasst. Wen wundert es? Au, au, au. Ich guck mal, ob ich hier teleportieren darf. Das ginge wahrscheinlich schneller. Oh, es geht wunderbar und ich laufe jedes Mal außen rum. So, dann geht es per Portal, das ich eben abgewählt habe. Da. Wo haben wir das Portal zurück? Und zwar nach Fountainhead. Nach oben in A1. Und wir defluchen uns. Teurer Spaß, Fluch weg. So, alle wieder entflucht. Dann wollen wir dann natürlich nach Wildabar. Ich habe das jetzt schon wieder zugelegt. Aber dort ungefähr müsste das sein. Und das ist frei. Und schauen mal, wir müssen ja wahrscheinlich schon in A2 oder so sein. Ich möchte nämlich mit euch nochmal nach A3. B4, ach, habe ich schon wieder verwechselt. Ah, ich kann diese dummen Städte nicht auseinanderhalten. So, der Spiegel ist raus. Wäre das richtig gewesen. Dann gehen wir nach Pech-Sumpfstadt. War es auch nicht. Geil. Irgendwann kriege ich es mal raus. Machen wir eine muntere Reise durch die Städte. So. Und ich schaue nochmal auf den Zettel. Was bleibt denn noch übrig? Frei, ne? Das See hätte ich nehmen müssen für Wachbuch. Och, Mann. Hier sind wir richtig. Chaka. Oder zumindest so einigermaßen. Wir sind in A2 und müssen nach A3. Jetzt sind wir in A3 und müssen in A3 noch einmal einen Absticher in die Hallen des Wahnsinns machen. 6-6, also nach da und nach hier. Und könnte das da oben sein? Die Hallen des Wahnsinns. Hier waren wir schon mal. Hier soll sich angeblich, ich weiß nicht wo, die Hologrammsequenzkarte 2 versteckt halten. 1, 3, 4 und 5 haben wir schon. Und dann wären wir auch für die Hologrammsequenzkarte Nummer 6 ganz dankbar. Nur weiß ich nicht, wo ich die übersehen haben soll. So, wir durften hier durch. Mein Headset hat gerade einen Wackelkontakt. Moment, so. Ich habe nichts mehr gehört. Oh. Habe ich etwa tatsächlich vergessen, hier hinzugehen? Das ist natürlich genial. Genialotastisch. Das kann man natürlich auch machen. Einfach mal übersehen. So, nein, nein, nein. Wir machen noch nicht auf. Wir speichern natürlich erst an. Glefe, Speer, Warum, Schild. Wahrscheinlich nur Quatsch jetzt. Platin, Glefe. Ungesundes Bewegungseisenschild. Smaragdprügel. Was hat sie denn? Saphirknüppel. Ich habe natürlich wieder nicht notiert, was besser ist. Saphir oder Smaragd. Und ob der Prügel oder der Knüppel besser ist. So. Hopsala. Und noch einmal springen. Und wir machen noch diese Kiste. Varuna findet ein böses Artefakt. Sehr schön. Wir waren ja nur gerade alle Artefakte abgeben. Und wieder ein böses Artefakt. Okay. Dann gehen wir einmal hier hin und werden nach draußen teleportiert. Und wir gehen wieder nach rechts. Nein, nach rechts, habe ich gesagt. Meine Güte, ist das so schwer. Jetzt gehen wir hier natürlich nach links. Und finden hier... Ah. Hier ist das Maskottchen, wo wir für 100.000 Gold alle Skills lernen können. Ich weiß nicht, ob sich das wirklich lohnt. Man könnte ja eher trainieren gehen. Das wird schon ziemlich teuer inzwischen.
Aber das soll uns jetzt auch erstmal egal sein. Jetzt schauen wir mal, dass wir hier endlich die Karte finden. Ah, hier sind noch ganz viele Truhen. Das heißt das auf meinem Zettel. Ja, ich sollte ordentlicher schreiben. Mevia, du hast recht. Ich muss unbedingt einen Block benutzen. Drachenkisten hieß das. Schild, Schild, Schild. Oh, wir sind doch schon wieder voll geladen hier. Wieso die Frage? Schild. Lapis, Scimitar, Goldschild. Noch ein Goldschild. Okay. Diese Gegenstände können wir getrost wegschmeißen. Ehe wir entsorgen. Nein, das sehen wir auf. Goldschild. Tschüss. Bernsteinspeer. Bäh. Auch kein Mensch. Das heben wir alles mal noch auf. Schnelligkeitskatana ist ja auch cool. Ansonsten, ja. Wie viel Platz haben wir denn jetzt nochmal? Hier zwei, da zwei. Reicht mindestens bis zur nächsten Kiste. Gut. Sehr lustig, dass ich meine Notiz nicht mehr lesen kann. Wen wundert das? Wenn jemand meine Sauklaue kennen würde, würde er das verstehen. Gut, hier sind wir wohl im Hauptraum. Dann schauen wir doch mal. Verflucht seid ihr alle? Leckt mich doch. Die nehme ich nächstes Mal nicht mehr. Und für 66 Gold werde ich wieder verflucht. Ja, danke schön. Das macht uns doch keinen Spaß, wenn wir hier dauernd verflucht werden. Und da denkt man, hier sei das Ende mit den wichtigsten Sachen. Moment, Quatsch. Okay, dann hatten wir den Osten und den Westen abgeschlossen und gehen jetzt nochmal in den Süden. Und im Süden gehen wir nach Osten. Ja, hat funktioniert. Speichern wir auch ab. Eine Kiste. 666 Gold, 666 Edelsteine. Ich lade nochmal, ich habe keine Lust, nochmal dahin zu laufen. Also von vorne durfte ich dahin. Okay, dann gehen wir wieder hoch. Und von vorne hier hin. 66.000 Gold! Huhu, das war mal viel. Jetzt ist es gerade noch ein bisschen mehr als ein Level für eine trainierende Person. So schnell geht's. So, das Problem ist, jetzt komme ich hier wahrscheinlich eh nicht weiter wegen dem. Ah. Meh. Magischer Schaden, aber es geht nicht wieder zurück. Okay, dann rennen wir doch hier hin. Und von hier aus wieder in den Süden. Jetzt wissen wir, warum diese Hallen die Hallen des Wahnsinns heißen. Sie machen mich wahnsinnig. Huhu. So. Gott. Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Ich wollte gerade sagen, das sind gar keine Kisten. Dann habe ich sie gesehen. Und dann wurde ich davon teleportiert. Tschakka. So, wenn sich jetzt hier diese Helogramm-Sequenz gerade nicht befindet, haben wir ein Problem. Augenblick bitte. So, da sind wir wieder. Und ich schwöre euch, wenn jemand das Telefon wieder rückerfinden würde, wird mir jemand mit einem Katapult eine Nachricht durchs Fenster schießen. Hauptsache, ich werde bei der Aufnahme unterbrochen. Es ist unfassbar. So, die letzte Kiste in diesem Dungeon, die wir nicht untersucht haben. Und wie das wohl beim Suchen einer CD ist, immer die letzte. Hier wohl auch die letzte Kiste und... Nein? Ja, jetzt bin ich ein wenig überfragt. Habe diese Karte bekommen und es hat keiner gemerkt. 1, 2, 3, 1, 3, 4, hier ist die 5. Die haben wir nie bekommen und weggeschmissen oder so. Ansonsten habe ich noch irgendwo aufgeschrieben, gibt es hier noch... Jetzt habe ich natürlich meine Zettel durcheinander gemacht. Irgendwo ein Hinweis, wo man hin muss. Gehen wir erstmal...
nach unten. Ah, ja, seht ihr? Da unten. Da müsste man mal noch hin. Vielleicht ist auch dort die Karte. Ich weiß es nicht. Wir testen es einfach mal, per Teleport dorthin zu kommen. Oh, sind sogar 7 Felder. Ich habe per Zufall richtig getroffen. Und wir stehen auf der Kiste. Wow, das war jetzt sehr glücklich. Und, immerhin 1 Million Gold. Mit der kann man etwas anfangen. Schauen wir mal, wir stehen hier. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ja, leider schon. Passiert nichts. Passiert nichts. Tut auch nicht weh. Passiert auch nichts. Passiert wieder nichts. Ach, die sind nur zum Schmerzen da. Na, dankeschön. Dann versuchen wir es mit 1, 2, 3, 4, 5, 6 Feldern in diese Richtung. Was gibt es ja da hinten? Ja, doch nur 5 Felder. Irgendwo noch ein Geheimgang. Schauen wir doch mal. Ja, hier ist nichts zu sehen. Schade. Hier unten der Gang ist normal. Die Kugeln ruhen in den Augen der Unendlichkeit. Wo soll denn hier diese blöde Karte sein? Gibt's doch nicht. Wir haben hier noch diese zwei Truhen, die uns verfluchen. Oder verflucht nur eine und die andere spuckt die Karte aus, wenn wir den ersten Fluch schon haben. Verflucht seid ihr alle. Nein, zweimal verflucht und einmal 66 Edelsteine. Der Schatz der Augen liegt 18 West und 23 Süd. Süd 23 kommt 6. X, 6. Nein, X ist hier die Richtung. 23. Passt. Oder? Nochmal. 23 Süd. Müsste irgendwie passen. Wenn Süd X ist, Y ist und so, dann kommen wir auf die richtigen Koordinaten. So ist das gemeint, von dort aus. Ah, ich habe das nie verstanden. Aber wir haben diese dumme Hologramm-Sequenzkarte immer noch nicht gefunden. Das ist natürlich extrem ärgerlich. Sind sogar jetzt verflucht und wissen immer noch nicht, wo die Karte ist. Und jetzt sind wir noch am nächsten Tag und sehen nichts mehr. Und ich werde jetzt sogar noch einmal kurz unterbrechen, weil mir stinkt es. Ich weiß, dass das Ding hier sein muss. Ich finde es nicht. Das heißt, ich mache jetzt einmal kurz Pause und schaue tatsächlich nach, wenn ich hier nichts finde, wo diese böse Kiste sein soll. Blöde Kiste, nicht böse. Blöd ist ja nur, dass ich sie nicht finde. Hier vorne waren wir auch. Versuchen wir es mal mit 1, 2, 3, 4 Feldern vorwärts. Ja, dann halt noch ein Magierblick, wenn der Teleport abgewählt ist. 4 Felder vorwärts. Nein, wurde schon geplündert. Hier ist auch nichts. Doch hier findet sich nichts. Und ich bin dort hineingerannt. Okay. Dann sehen wir uns gleich wieder. Ich schau mal nach, wo die Karte sein soll. Wenn ich die jetzt verloren habe, hätten wir echt alles umsonst gespielt. Dann muss ich einmal groß reiern und dann hoffen wir einfach, dass es nicht so weit kommt. Bis gleich. So, wenn wir jetzt noch mehr Folgen, Teile aus dieser Folge machen, dann blicke ich absolut nicht mehr durch. Ich muss noch einmal schauen, dass wir nicht jetzt da automatisch hinklicken. Ich glaube schon. Aber ich muss einfach teleportieren und Peric bin ich jetzt dreimal mit der dummen Kiste vorbeigelaufen. Nein? Nein? Oh, verdammt! Verdammt! Wo muss ich hin? Hier oben. Nein, 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 nein. Nein, falsch. So. Das ist der Eingang. Super, ich bin zurück auf Feld 0. So, versuche das Ganze nochmal. Hier waren wir eben und diese Kisten hier haben wir übersehen.
Und in einer davon muss ich die Hologramm-Sequenzkarte finden. Da kann man lange suchen, wenn man so blind ist und es nicht findet. Runa findet einen Helm. Quarz-Charm-Helm, eine Stahl-Naginata. Weg damit, brauche ich gar nicht rumzutragen. Goldplattenrüstung, Platin-Kettenpanzer, Lapis-Gimitar, alles weg damit. Und in die Kiste teleportiert, die sich nur, wenn man nach Süden schaut, überhaupt ansehen lässt. Wow. Eine in Drachensprache und... Och, Gott sei Dank, da ist diese dumme Hologramm-Sequenzkarte Nummer 2. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Felder. Und wir teleportieren uns direkt in den Teleporter. Nein, 1 zu weit. 5. Und damit hätten wir dann endlich, na, wenn ich den richtigen Charakter finde, die Hologramm-Sequenzkarte Nummer 2. Hat ja lang genug gedauert. Beim nächsten Mal würde ich sagen, schauen wir dann, dass wir die Hologramm-Sequenzkarte Nummer 1 finden. Nichtsdestotrotz teleportieren wir uns jetzt, wenn ich den Portalspruch finde, nochmal nach Fountainhead. Wo wir als erstes den Tempel aufsuchen und uns entfluchen lassen. Ja, natürlich möchte ich Hilfe. So, aber wenn wir gerade da sind... Na, heilen brauchen wir gar nicht, wir machen ein Nickerchen. So, rasten in der Stadt. Wunderbar. Nein, ich möchte nicht wieder zaubern und irgendwo hin. Dann machen wir den Wageblick. Rennen hier hin und schmeißen schnell das Gold weg. Wie viel haben wir denn? Edelsteine, jede Menge. 6300 Edelsteine ab die Post. Und Gold auch eine Million weg. Haben wir wieder 30 Millionen Gold und 150.000 Edelsteine. Dann könnte man irgendwann mal diese ganzen Götzen bezahlen, die da rumstehen. Vielleicht machen die auch irgendwas Sinnvolles, aber nicht mehr heute. Nächste Folge, wie gesagt, Hologramm-Sequenzkarte Nummer 6 suchen. Wir haben heute die Hologramm-Sequenzkarte Nummer 2 endlich gefunden, nachdem wir in den Hallen des Wahnsinns bis kurz vor dem Wahnsinn gesucht haben. Und wenn euch die Folge gefallen hat, lasst doch bitte einen Daumen nach oben da. Wenn ihr weitere News und Infos wollt, schauen doch bitte bei Twitter rein. Und dann hoffe ich einfach, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss, euer MacFisto. Ciao, Leute.